Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Und nun geht's weiter. Nach dem Start und einer Runde über die Stadt Salzburg fliegen wir über die oberösterreichischen Seen und die anliegenden Berge. Die Landung ist dann in Niederöppland geplant. Delta Eco Whisky, schönen guten Tag. Generator. Schutztüren, Gepäckräume, Brand. Im Ding hier geben wir kein Ziel ein, oder? Doch, Logo kannst du eingeben. Delta Eco Whisky, for that contact Salzburg Radar on 123.725. Schönen Flug. Oscar Bravo Bravo, 030 degrees, 6 knots, runway 33, you are clear to land. To land, runway 33, wind checked, Oscar Bravo Bravo. Delta Eco Whisky behind, just landing, Katana, line up 33 behind. Behind the landing, Katana, line up. 33 hat er gesagt. Das heißt, wir starten. 2600, request to leave. 6, you may leave the frequency und schönen Tag noch. Just to leave and Argentina Dog Ike. Servus, Italo 6. Merci. Information Bravo at 1050 runway in use 33. IFR arrival expect landing runway 15. Transition level 110. Wind touchdown zone variable between 300 and 050 degrees 6 knots. Visibility 50 kilometers. Clouds few 6000 feet. Temperature 24. Dew point 7. QNH 1023. Aerodrom Trent no sick. VOR DME Salzburg not available. Use intersection VOR Salzburg or use NDP Salzburg glider area Schwarzenberg active. This was Salzburg information Bravo. Servus. Turning right on Lima, exit 2 and follow me. Also wir starten den Landenden entgegen quasi, ne? Ey, habt das so verstanden, ja. Ja, die kommen von da und wir starten nach da. Ja. 5-0, Oscar Bravo, Bravo. Ich glaube, das ist hier auch normal. Dann machen die immer vielleicht. So. Vielleicht der andere Approach schwieriger ist. Ja? Ja, ja, geht zwar, aber ist schwieriger. Salzburg Turm, Servus. Die Delta Mike Echo, Mike Zulu. Ich begrüße dich wiederum, Delta Mike Echo, Mike Zulu, bitte. Das ist wunderbar. Wir fliegen wieder mit der Formation, mit der Mike Golf Tango Zulu, Position Hangar 7. Ausflug bitte über Eugendorf und wenn es Ihre Verkehrsstation zulässt, würden wir gerne nochmal runter nach Sierra und dann über Eugendorf rausfliegen. Delta Mike Zulu Formation, rollen Sie zum Rollerpunkt. Piste 33 Sierra, QNH 1023. Delta Mike Zulu Formation, das QNH 1023 und wir rollen zum Rollhalt Sierra, Piste 33. Delta Mike Zulu, Sie möchten nach dem Start nach Eugendorf fliegen, dann noch einmal nach Süden, Sierra und von Sierra wieder zurück nach Eugendorf. Habe ich das richtig verstanden? Delta Mike Zulu Formation, ja, fast am liebsten von Maria Plein, dann Glasenbach, 180 Grad Turn Sierra und dann über Eugendorf raus. Im Moment wäre der Wind 040 Grad 6 Knoten. Wenn Sie möchten, könnten Sie auf der 1.5 starten und dann mit einer Linkskurve Sierra Glasenbach-Eugendorf fliegen. Ja, das nehmen wir an, Delta Mike Zulu. Dann melde ich sofort abflugbereit. Sekunde noch. Das können wir auch machen. Noch besser sogar, oder? Ja. Ja, sonst hätten wir es zweimal gehabt, das finde ich auch nett, aber ja. Wenn er jetzt sowas anbietet, dann finde ich das auch
Gut, das anzunehmen. An dieser Stelle auch noch einmal unsere Route auf der Karte. Wir starten also auf der Piste 1.5, fliegen direkt Sierra, dann fast einen Vollkreis und folgen anschließend der ausgewiesenen Route nach Eugendorf im Norden. Dort verlassen wir Salzburg und genießen die wirklich traumhafte Landschaft der oberösterreichischen Seen. Delta Mike, Echo Mike, Zulu Formation. Ich habe noch nicht gesagt, wir fliegen mit Flugplan, aber nicht nach Linz, wie ursprünglich gedacht, sondern nach Niederöppland und sind nun abflugbereit. Rollhalt, Sierra Piste 1.5. Ja, der Flugplan nach Niederöppland liegt von euch vor, also ganz normal Salzburg-Niederöppland. Und Delta Mike Zulu Formation, rollen Sie zum Abflugpunkt Piste 1.5. Wunderbar, Delta Mike Zulu, rolle zum Abflugpunkt 1.5. Zulu-Formation, der Wind 030 Grad, 3 Knoten, Piste 1.5, startfrei. Delta Mike Zulu, Piste 1.5, startfrei. Delta Mike Zulu Startzeit 5.6 und wenn Sie möchten, können Sie jetzt über Sierra nach Glasenbach-Eugendorf fliegen oder direkt Glasenbach-Eugendorf. Delta Mike Zulu Formation, wir fliegen Sierra, Glasenbach-Eugendorf. Bestens, melden Sie dann über Eugendorf bitte. Delta Mike Zulu Formation, nächste Meldung Eugendorf. Sensationell. Ja, finde ich auch. Delta Echo, Bravo Echo, Whisky, Jasper, Windows 3200 feet. Das heißt ja auch selten, dass die auf so einem großen Platz ein Herz für VfR-Flieger haben. Delta Echo, Whisky, that is approved, Airborne 5-1. Thank you, Whisky, 3200 feet. Delta Echo, Whisky. After Michael Bayern. After Michael Bayern, heading west to Germany. Delta Echo Whisky. Within the control zone or north of control zone? West of control zone. Oscar Tauri, Oscar Echo Kilo Delta Sierra, Servus. Oscar Echo Kilo Delta Sierra, Servus. Oscar Echo Kilo Delta Sierra, inbound Hallein 3400 feet, information Delta received for landing. Delta Sierra, make a straight approach, runway 33, QNH 1023. QNH 1023, straight in approach for a 33, Oscar Delta Sierra.
Delta, Mike Echo, Mike Zulu, Formation, Position ist Eugendorf 3300, bitte verlassen der Frequenz. Bitte Mike Zulu, Formation, Sie können die Frequenz verlassen, wünsche noch einen schönen Flug und schönen Tag. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für den tollen Service hier, das war ein super Erlebnis für uns. Mal wieder gerne, Servus. Servus. Und wie der Zufall es will, führt uns unsere Route dann auch gleich noch einmal über die Firmenzentrale der Roten Bullen, die sich hier am Fuschelsee befindet. Und wie man sieht, nicht nur Google und Facebook können imposante Gebäude für ihre Firmenheadquarters bauen. Hier über dem Wolfgangsee wimmelt es nur so von Drachenfliegern. Gleich drei fliegen an dieser Stelle unmittelbar unter uns durch. Wir müssen höllisch aufpassen. Hier über dem See begegnet uns ein ebenso gutes wie altes und weltberühmtes Stück Österreich. Das fast 100 Jahre alte Weiße Rössel am Wolfgangsee aus dem Jahre 1930. Naja, zumindest die Älteren unter uns kennen sich ja auch noch das Lied aus der Operette im Weißen Rössel, wenn im Weißen Rössel am Wolfgangsee das Glück vor der Tür steht. In Bad Ischl wird die Operette regelmäßig aufgeführt, zuletzt im Vor-Corona-Jahr 2019. Das Hotel befindet sich gerade 500 Meter unter uns im beschaulichen St. Wolfgang, genau an dieser Stelle hier.
oder? Wahnsinn. Gigantisch. Ja. Die Natur das alles designt hat. Ja. Unglaublich. So, Mike, ich schalte mal um auf die 122705. Jo, komm mit. Niederöplan, Flugplatz, hallo. Die Delta Mike, Echo Mike Zulu. Delta Mike, Echo Mike Zulu, Niederöplan, Servus. Delta Mike, Echo Mike Zulu, eine CT, Charlie Tango, zwei Personen. VFR mit Flugplan von Salzburg. Derzeitige Position ist 1-2 Minuten nordöstlich des Platzes zur Landung, bitte. Rechter Gegenanflug für die 04. Delta Mike Zulu, rechter Gegenanflug 04. Hinter mir kommt direkt ein anderes UL. Niederöffner Flugplatz, Delta Mike Golf Tango Zulu, moin. Der Mike Golf Tango Zulu, eine Zulu 602, zwei Personen, wir kommen ebenfalls aus Salzburg, selbe Position wie die Mike Zulu und auch ich werde den rechten Gegenanflug 04 melden. Delta Mike Zulu, nun im rechten Gegenanflug 04. Mike Zulu, fortsetzen Landung 04 nach eigenem Ermessen. Delta Mike Zulu, Wilco. Ja, Michael, Tango Zulu dreht sich auch ein in den rechten Gegenanflug 04. Jetzt war nur 04 nach eigener Messe. Delta Mike Zulu dreht rechts quer 04. Nicht zu viel reden, die Hauptzeigabe Landung nach eigener Messe. Zu viel reden, sagt er. Keine Meldung mehr bis zur Landung. Naja. Kann man
durchaus anderer Meinung sein, ne? Delta Mike Zulu, Enter Zulu 4. Andere Länder, andere Sitten. Ja, das habe ich auch nie gehört. Die sollen froh sein, dass die Leute melden. Kurz und knapp, fertig. Landezeit 2.0 bis zum Pistenende rollen und dann halb rechts im Gras vor dem Restaurant abstellen. Delta Mike Zulu, Wilco. Delta Mike Zulu, Frage, können Sie unsere Flugpläne schließen? Bis zum Pistenende rollen. Wirklich bis zum Ende der Bahn und dann durchs Gras halb rechts weiter vor dem Restaurant vor der orangen Gebäudeteil abstellen. Mike Zulu, Wilco. Mike Zulu und Delta Zulu, ich schließe jetzt eure Flugbahn. Mike Zulu, vielen Dank dafür.